Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute reden wir mal über das Thema früh aufstehen und vor allem spezifisch darum, früh aufzustehen, ohne dich komplett scheiße zu fühlen, wenn du aufstehst. Sorry für diese Wortwahl. Ich persönlich stehe jeden Tag um 5 Uhr morgens auf, habe aber auch immer das Problem, dass ich mich einfach morgens total blöd fühle, weil ich irgendwie Kopfschmerzen habe, weil ich nicht genug geschlafen habe, weil ich nicht motiviert bin, direkt negative Gedanken habe und so weiter. Und heute reden wir darüber, wie können wir eigentlich morgens früh aufwachen mit einer guten Laune, dass es uns gut geht. Also viel Spaß bei dem Video. Und let's go! Die erste super wichtige Sache ist, deine persönliche Schlafenszeit herauszufinden, also sozusagen deine innere Uhr zu kennen. Ich persönlich brauche 7 bis 8 Stunden Schlaf, um eine gute Energie für den Tag zu haben. Beispielsweise ist es bei mir wirklich so, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe, dann wache ich wirklich schon mittlerweile um 5 Uhr morgens auf, weil ich einfach nicht länger schlafen kann. Oder auch wenn ich um 0 Uhr ins Bett gehe, wache ich automatisch um 7 Uhr auf, weil ich, also mein Körper kann einfach nicht länger als 8 Stunden schlafen, aber auch nicht weniger als irgendwie 5 Stunden oder so, was natürlich logisch ist. Und es wäre einfach gut, wenn du irgendwie so deinen persönlichen Rhythmus findest und ungefähr weißt, wie viele Stunden du Schlaf brauchst. Du musst dir auch nicht wirklich auf die Minute genau sein, aber ob du jetzt 6 oder 9 Stunden Schlaf brauchst, ist halt schon ein Unterschied. Und dementsprechend weißt du dann auch, wie früh du unbedingt ins Bett gehen musst. Das heißt, beispielsweise muss ich um 21 Uhr ins Bett gehen, um 5 Uhr morgens aufzuwachen. Der zweite Punkt, der mir hilft, besser sozusagen morgens aufzuwachen, ist keinen Mittagsschlaf zu machen. Ich persönlich bin ab und zu mal eine Person, die sehr, sehr gerne nachmittags einen Mittagsschlaf macht, weil sie aus der Schule kommt und total fertig ist. Dann ist es einfach mal cool, sich kurz eine halbe Stunde hinzulegen. Aber ich habe gemerkt, es hilft mir eigentlich gar nicht für sozusagen das nächste Aufstehen am nächsten Tag. Weil wenn ich heute einen Mittagsschlaf mache, kann ich heute Abend nicht so gut schlafen und dementsprechend auch morgen nicht so gut aufstehen. Am besten ist es wirklich, nachts einen guten Schlaf zu haben und dafür am Tag aber komplett wach zu bleiben und dich auszupowern, deine Energie dann auch zu nutzen. Der dritte Punkt ist ein Mindset-Punkt. Und zwar soll es darum gehen, deine Motivation für den Tag zu kennen oder halt zumindest deinen Plan für den Tag zu kennen. Beispielsweise bringt es ja gar nichts, wenn du 5 Uhr morgens aufstehst, aber halt irgendwie nichts zu tun hast bis 8 Uhr morgens, weil dann bringt es irgendwie auch nichts, wenn du dann 3 Stunden früher aufstehst. Und deswegen solltest du dir klar sein, was du am Morgen eigentlich machen möchtest, was so deine Ziele sind oder was deine Morgenroutine ist und für was du die Zeit eigentlich nutzen möchtest. Beispielsweise nutze ich die Zeit sehr gerne für Dinge, für die ich sonst keine Zeit hätte, was bei mir zum Beispiel das Lesen ist. Momentan lese ich dieses Buch hier und ich lese darin immer morgens ungefähr eine halbe Stunde, weiß aber, dass ich sonst dafür irgendwie keine Zeit hätte am Tag und deswegen plane ich mir das sehr gerne einfach am Morgen rein. Ansonsten arbeite ich aber auch gerne morgens schon meine To-Do-Liste ab und fange sozusagen an, meine Aufgaben für den Tag, Hausaufgaben und so morgens zu machen, damit ich halt am Nachmittag einfach nichts machen muss, weil ich absolut kein Nachmittags- oder Abendsmensch bin, sondern einfach ein Morgenmensch bin, der morgens am meisten machen kann, am meisten produktiv ist und dort die ganze Energie hat. Deswegen ist mir wirklich morgens die Zeit, wo ich alles machen kann. Und nachmittags möchte ich eigentlich nichts machen. Der vierte Punkt und eigentlich der absolut wichtigste Punkt ist, früh zu schlafen und aber auch abends dein Handy wegzulegen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich schon um 20 Uhr im Bett lag und fast geschlafen hätte, aber dann irgendwie noch 2 Stunden an meinem Handy war und einfach nicht geschlafen habe sozusagen, weil ich nur auf Social Media rumgescrollt habe. Weil die wichtigste Sache fürs frühmorgens Aufstehen eigentlich ist, früh abends ins Bett zu gehen. Und vielleicht bin ich auch die einzige Person, die so ist, aber bei mir persönlich ist auch das größte Hindernis mein Handy. Also ich kann früh im Bett liegen, aber ich kann dann nicht früh schlafen, weil ich immer mein Handy als Distraction, als Ablenkung habe, was ja, einfach dumm ist eigentlich. Und deswegen ist der vierte Punkt, leg abends dein Handy weg und versuch früh zu schlafen. Oder rechtzeitig zu schlafen auf jeden Fall. Der fünfte Punkt ist, morgens eine Sache zu nennen, für die du dankbar bist. Ich persönlich habe gemerkt, es ist viel, viel besser, morgens aufzustehen und aus dem Bett zu kommen, wenn man sich eine Sache sagt oder eine Sache ausdenkt, für die man dankbar ist und für die man sich oder auf die man sich an dem Tag freut. Beispielsweise, wenn ich mir morgens sage, oh mein Gott, ich freue mich auf dieses leckere Frühstück, was ich jetzt haben werde, oder ich freue mich heute auf den Deutschunterricht oder irgendwie sowas. Das kann dir sehr helfen, morgens wirklich besser aufzustehen, eine bessere Laune zu haben und aus dem Bett zu kommen. Außerdem habe ich auch das Gefühl, dass Dankbarkeit praktizieren total sinnvoll ist, auch über den Tag verteilt mehr Dankbarkeit zu erfahren, sozusagen die Sachen einfach mehr zu schätzen, weil man schon mit diesem Mindset einfach aufgestanden ist. Und der sechste Punkt ist, auf jeden Fall sofort aufzustehen, wenn du sonst nicht aufstehen kannst. Ich persönlich habe einfach gemerkt, wenn ich zum Beispiel eine Stunde lang noch im Bett liegen bleibe, dann vielleicht erst meditiere, erst lese und so, kann ich dann einfach sehr, sehr schlecht nur aufstehen, weil ich einfach in meinem gemütlichen Bett liege und da nicht aufstehen möchte und da einfach nicht rausgehen möchte. Wenn ich aber zum Beispiel erst aufstehe, erst was frühstücke und mich fertig mache und dann mich vielleicht nochmal hinsetze auf mein Bett oder vielleicht auch hinlege und dann was lese, ist es viel besser, weil ich dann schon aufgestanden bin und ja, schon ready für den Tag bin sozusagen. Daher würde ich dir auf alle Fälle empfehlen, sofort aufzustehen, wenn du ein Problem damit hast, aus dem Bett zu kommen.
Falls du dich mehr für das Thema früh aufstehen interessierst, kann ich dir auf jeden Fall auch noch diese Videos hier empfehlen. Ich hoffe, dir das heutige Video ein bisschen geholfen. Du kannst immer sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn du momentan aufwachst und was vielleicht auch deine Probleme sind. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier das nächste Mal wiedersehen. Also bis dann. Tschüss.